Herzlich willkommen beim VetMed Talk. Die derzeit dominierenden Themen sind nach wie vor natürlich einerseits die Pandemie und jetzt neu der Krieg in der Ukraine. Die sind jetzt enorm wichtig, das ist ganz klar, aber beide werden eines Tages vorbei sein. Wir wissen nicht wann, aber der Tag wird kommen. Es gibt aber noch einen dritten Themenkomplex, der wird uns noch deutlich länger und immer intensiver beschäftigen. Und das ist die Veränderung unseres Lebensraumes durch den menschengemachten Klimawandel und damit in Verbindung der Verlust an Artenvielfalt. Und um dieses wichtige Thema nicht aus den Augen zu verlieren, legt die VetMed-Uni heuer einen Kommunikationsschwerpunkt auf das Thema Leben an Land in Einklang mit den UN-Nachhaltigkeitszielen. Das heißt, wir werden im Laufe des Jahres die verschiedenen Lebensräume beleuchten, starten heute mit dem Lebensraum Luft. Es geht also zum Beispiel um die Frage, wie passen sich Vögel und Insekten an geänderte Lebensumstände an? Was sind die Beobachtungen, die Erkenntnisse aus der Forschung? Wie können wir auch in Zukunft noch Artenvielfalt und auch Tierwohl sicherstellen? Damit wollen wir uns beschäftigen. Mein Name ist Bernhard Weingartner. Ich freue mich, Sie auch heute wieder als Moderator durch die nächste Stunde zu führen. Ich werde gleich meine kompetente Gesprächsrunde vorstellen. Vorab aber, wie üblich, für unser Stammpublikum, die wissen das schon, wie üblich ein kurzes Eröffnungsstatement von Rektorin Petra Winter. Industrie, Verkehr, Landwirtschaft, Urbanisierung. Viele moderne Entwicklungen verändern die Lebensräume von Mensch und Tier dauerhaft. Sie haben, wie alles im Leben, zwei Seiten. Sie tragen zur Steigerung unserer Lebensqualität bei, belasten aber auch unsere Umwelt. Die Veterinärmedizinische Universität Wien beschäftigt sich intensiv mit diesen Veränderungen und ihren Einflüssen auf die Tierwelt, nicht zuletzt deshalb, weil davon auch die Gesundheit und die Versorgungssicherheit von uns Menschen abhängen. Soweit Rektorin Petra Winter und damit kann ich jetzt in alphabetischer Reihenfolge meine vier heutigen Gesprächspartnerinnen vorstellen. Dr. Herbert Heu leitet die Forschungsgruppe für Fortpflanzungsverhalten am Konrad-Lorenz-Institut für vergleichende Verhaltensforschung der VetMed-Uni. Die Erforschung der Auswirkungen des Klimawandels auf unsere Vogelwelt ist ein Schwerpunkt seiner Arbeit, der ihm sehr am Herzen liegt und der vielleicht zur Erhaltung mancher Vogelart beitragen kann. Der zweite in der Runde ist Dr. Ivan Magini. Er ist wissenschaftlicher Koordinator der österreichischen Vogelwarte, untersucht am selben Institut die Anpassungen, die Zugvögel für ihre lange Reise zwischen den Kontinenten brauchen. Mit dabei heute ist auch Doktorin Linde Morawetz. Sie ist die stellvertretende Leiterin der Abteilung für Bienenkunde und Bienenschutz an der AGES, also an der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit. Sie sagt, wir träumen immer vom Entdecken fremder Welten. Dabei ist die Welt der Insekten so fremd, so andersartig und immer wieder faszinierend neu und vor allem wunderschön. Da schauen Science-Fiction-Filme geradezu langweilig dagegen aus. Wunderschönes Eröffnungsstatement, vielen Dank dafür. Und die vierte im Bunde ist Doktorin Kerstin Seitz. Sie leitet das Team Bienenvirusforschung am Institut für Virologie der VetMed-Uni. Sie hat einerseits durch Laborversuche am Institut für Virologie, aber vor allem auch durch die Betreuung der VetBees, das sind die Bienenvölker hier an der VetMed-Uni, hat sie einen geschärften Blick auf die Umwelt, auf das Klima und vor allem aber natürlich auf die ganz speziellen Bedürfnisse der Bienen. Vielen, vielen herzlichen Dank an Sie vier, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, hier live dabei zu sein. Ganz wichtiger Hinweis, unser Chat ist natürlich wieder aktiv. Und wir freuen uns sehr über jegliche Fragen, Kommentare, Anregungen, Querverweise. Also alles, was Ihnen irgendwie zu dem, was gerade erwähnt wird, einfällt, Fragen, Kommentare, bitte schreiben Sie sie in den Chat. Die werden mir dann auf mein Tablet gespielt und dann lasse ich diese Fragen in das Gespräch einfließen. Also wir freuen uns über rege, interaktive Beteiligung. Starten wir gleich ins Thema. Also versuchen wir mal so ein bisschen eine Orientierung zu geben für alle. Herr Heu, vielleicht so als Überblick, wie wirkt sich denn jetzt der Klimawandel auf die Vogelwelt aus und
Inwiefern können Vögel als Bioindikatoren dienen? Ja, zuerst einmal danke, dass Sie mich eingeladen haben und dass ich da mitmachen kann. Zu den Fragen, vielleicht fangen wir zuerst mit der zweiten Frage an. Bioindikatoren, was sind Bioindikatoren? Nun, es ist sehr wichtig, Umweltbedrohungen frühzeitig zu erkennen. Und wie kann man das machen? Man braucht irgendwelche, zum Beispiel eben Organismen, Individuen, Tierarten, Tiergruppen, die sensibel zum Beispiel in einem bestimmten Bereich sind. Ja. Vögel sind es zum Großteil einfach aus dem Grund, weil sie sehr mobil sind. Das heißt, wenn es einem Vogel nicht gut geht, kann der relativ schnell sich verziehen und woanders hinziehen und dort brüten. Wenn ich ein Beispiel Ihnen sagen kann, Kröten in einem Teich, ja, man wird wahrscheinlich vorher der Teich ausgetrocknet, bevor die Kröte verschwindet. Das heißt also, die Mobilität, die Flexibilität einer Art, das macht sie als Bioindikator bedeutend. Wichtig ist auch, zum Beispiel gerade bei Vögeln, sie haben Sinnesorgane, die ähnlich funktionieren wie unsere. Das sind visuelle Tiere, die sehr gut hören, mit sehr gut riechen. Und das macht sie auch für uns sehr interessant als Bioindikatoren für Lebensräume, die den unseren ja auch sehr ähnlich sind. Und man kann, das habe ich schon so ein bisschen angesprochen, sich die Tiere aussuchen, die man verwendet. Ja, geht es mehr um Generalisten, also die überall vorkommen, oder es ist eher um Spezialisten, die können unterschiedliche Aussagen machen. Ja, wenn ich zum Beispiel jetzt nehme ich einen Haussperling her, das ist ein Generalist, den gibt es überall auf der Welt, in jedem Lebensraum, beim Merkur, wo immer. Wenn der verschwindet, ja, überlegen sich die Leute meistens nichts dabei, aber das ist viel dramatischer, als wenn zum Beispiel in irgendeiner Sumpfwiese ein Blaukehlchen verschwinden würde. Ja? Also da in dem Bereich geht es um die Bioindikatoren, die man da auswählen kann. Sie haben mich dann noch gefragt, wie es den Vögeln mit dem Klimawandel geht. Da muss ich sagen, ich habe es schon angesprochen, Vögel sind Augentiere. Das heißt, Licht ist für Vögel besonders bedeutend. Die Temperatur weniger, super, wir können wieder nach Hause gehen, das heißt, das gut erkennen. Das ist aber leider nicht so einfach. Ja. Die Geschichte ist die, dass das Licht natürlich die Lebenszyklus, fast alle Lebenszyklen der Vögel beeinflusst. Ja. Ob es jetzt um die Entwicklung der Geschlechtsorgane geht, wann beginnt die Brut und so weiter, das ist mehr oder weniger lichtgesteuert. Ja. Wo ist dann das Problem? Das Problem ist zum Beispiel, die Vögel leben ja nicht alleine. Sie müssen was fressen. Das heißt, es gibt den restlichen Lebensraum, in dem sie da eben leben. Ich will vielleicht einen Vogel als Beispiel hernehmen. Den Niederösterreich-Vogel, sage ich immer, die blau-gelbe Blaumeise, jetzt sage ich den Ukraine-Vogel. Und dieser Ukraine-Vogel zum Beispiel ist spezialisiert auf kleine Insekten. Und zwar ganz gern hat er für die Jungen aufgesucht solche Raupen von bestimmten Mottenarten. Und diese Mottenarten hängen natürlich jetzt wieder von den Pflanzen ab, auf denen sie leben. Und diese Pflanzen, sowohl die Nahrung, die Raupen, als auch die Pflanzen, als auch die Vögel, werden natürlich vom Klima beeinflusst. Wo ist jetzt das Problem? Warum betrifft das die Vögel? Wie gesagt, die Vögel sind lichtgesteuert, die Insekten aber nicht. Die Insekten sind temperaturgesteuert. Das heißt also, wird es immer wärmer, werden die Insekten immer früher sich entwickeln, immer früher schwärmen oder was immer. Die Vögel sind aber lichtgesteuert. Das heißt, die sind mehr oder weniger stabil in dem, was sie machen. Ja, die beginnen zu einem mehr oder weniger flexibel, aber beginnen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Die Insekten kommen immer früher. Warum ist das jetzt ein Problem? Bis vor kurzem war es doch mehr oder weniger so, dass wenn die Jungen schlüpfen von den Vögeln, auch der Beak der Insekten, also dieser Raupen. Jetzt ist es so, dass die Raupen immer früher schlüpfen, immer früher da sind und dann, wenn die Jungen Meisenbabys daherkommen, gibt es keine Raupen mehr. Das heißt, das hat also extrem negative Auswirkungen auf diese auf das Fütterverhalten, auf das, was halt den Jungen zur Verfügung steht als Nahrung. Und es ist ja dann nicht nur die Raupen. Die Raupen werden genauso von den Pflanzen beeinflusst. Wir haben jetzt zum Beispiel eine ganz interessante Klimasituation. Es ist urschön, ja. Das heißt, es scheint die Sonne, aber es ist trotzdem sehr kalt. Das heißt,
Der Boden ist teilweise noch gefroren, die Pflanzen bleiben in Ruhephase, aber oben in der Baumkrone, wo unsere Eier von den Raupen sitzen, da ist es schon relativ warm, da tut sich schon was. Ja? Das heißt, die entwickeln sich vorzeitig oder entwickeln sich schon relativ schnell, bevor die Pflanzen aktiv werden. Warum ist das jetzt ein Problem? Die Raupen brauchen die frischen Knospen von den Bäumen. Ja? Und wenn die natürlich hinten nachhängen, dann sterben auch die Raupen. Das heißt, du hast so eine Verkettung von verschiedenen Parametern, die durch das Wetter direkt, indirekt beeinflussen und die im Endeffekt doch eine komplexe Auswirkung auch auf unsere Vögel haben. Und komm, ja. Ein Beispiel schon fast. Ja. Wir haben in einer Untersuchung zusammen mit spanischen Kollegen Blaumeisen untersucht, hier bei uns und dort. Und unsere Annahme war natürlich, die Spanien sind viel früher. Ja. Was wir herausgefunden haben, ist, dass die Blaumeisen in Spanien 3 Wochen später schlüpfen als wie bei uns. Völlig überraschend. Und das hat damit zu tun, dass bei uns die Bäume relativ schnell austreiben, weil sie im Winter keine Blätter haben, die immer grünen Wälder in Spanien. Da ist kein Druck auf schnell grün werden. Und daher ist das Ganze, also der Insekten, der Pflanzenaustrieb und der Insektenschub viel später und nicht synchronisiert dann dadurch. Komplexe Zusammenhänge. Ich habe schon was gelernt. Also ein Unterschied zwischen Lichtsteuerung und Temperatursteuerung ist offenbar sehr wichtig. Wir werden natürlich im Laufe des Gesprächs genau diese komplexen Zusammenhänge noch versuchen aufzudröseln, aufzulösen, verständlich zu machen. Aber bleiben wir vielleicht gleich bei den Insekten. Auch wenn wir natürlich jetzt dann im weiteren Gespräch uns auf die Bienen fokussieren werden. Aber Linde Morawetz, vielleicht als Eröffnung bitte um eine durchaus kompakte Antwort. Also es gibt diese Alltagsbeobachtung, sie ist ein bisschen makaber. Wenn man vor einigen Jahren im Sommer eine längere Autobahnfahrt gemacht hat, dann war nachher die Windschutzscheibe voller Überbleibsel von Insekten. Heute ist das definitiv nicht mehr so. Also heute findet man viel weniger Insektenüberbleibsel auf der Windschutzscheibe. Jetzt ist mir natürlich völlig klar, das ist keine valide wissenschaftliche Messmethode, aber es ist doch ein Indiz dafür, dass die Insekten weniger werden. Und damit natürlich auch dann die Vögel Schwierigkeiten kriegen. Frau Morawetz, ist das so? Gibt es ein Insektensterben und welche Rolle spielt dabei der Klimawandel? Ja, es ist leider wirklich so. Es gibt ein dramatisches Insektensterben. Also gerade vor ein paar Jahren hat man in Naturschutzgebieten in Deutschland, also gar nicht in unseren Gärten oder in Agrargebieten, sondern in Naturschutzgebieten, extremen Rückgang an Insektenmasse gemessen. Also das kann man wieder wirklich leider auch mit wissenschaftlichen Parametern messen. Der Klimawandel ist einer der verschiedenen Faktoren, also der wichtigste Faktor, der im Grunde mit allen anderen Faktoren verzahnt ist, ist der Habitatsverlust, der Lebensraumverlust. Das heißt, wenn Insekten keinen Ort mehr haben und keine Bedingungen mehr, unter denen sie leben können, dann sterben sie natürlich aus. Andere Faktoren wären eben Intensifizierung der Landwirtschaft, verschiedene neue Krankheiten, die einwandern und eben der Klimawandel. Und Sie sehen schon, dass da hängt viel damit miteinander zusammen. Zum Beispiel, wenn es bei uns wärmer wird, können auch neue schädliche Arten zu uns einwandern und wieder haben die Insekten Probleme. Aber was auch wirklich sehr schön verzahnt ist, ist eben Klimawandel und Habitatverlust. Und das kann man sich gerade bei uns in den Alpen wirklich sehr schön anschauen, weil die Alpen sind ja, je weiter nach oben es geht, desto kühler ist es. Und Insekten suchen sich da immer genau den Bereich in den Alpen, wo ihr richtiges Temperaturoptimum ist. Und dann gibt es halt Spezialisten, die es wirklich kühl brauchen. Also gerade Hummeln, die sind im Himalaya-Gebirge entstanden. Das heißt, die kommen viel besser mit Kälte als mit Hitze zurecht. Und wenn wir da zum Beispiel einen Spezialisten wie Alpenhummel anschauen, die kommt über 2400 Meter vor. Und da hat zum Beispiel eine Arbeit gezeigt, dass in den letzten 40 Jahren ist die fast 500 Meter nach oben gewandert. Jetzt ist das Problem an den Alpen, irgendwann sind sie zu Ende. Und die Hummel muss dann entweder entscheiden oder lernen, mit der Hitze zurechtzukommen oder stirbt einfach aus. Also so insofern ein Beispiel für die Probleme des Klimawandels.
Diese Mechanismen wollen wir natürlich heute noch dann im Detail besprechen. Danke mal für diesen ersten Überblick. Und wir gehen gleich zum nächsten Überblick. Herr Magini, können Sie uns eine Orientierung geben? Was ist die österreichische Vogelwarte? Welche Aufgaben erfüllt sie? Ja, also von mir auch danke für die Einladung erstmals. Die österreichische Vogelwarte ist eigentlich eine Grundlagenforschungseinrichtung, die sitzt, wie gesagt, an der WedMed-Uni in Wien und besteht, ich würde sagen, im Grunde aus drei Säulen. Wir haben eine starke Grundlagenforschungskomponente, wo wir unterschiedlichste Aspekte der Vogelbiologie untersuchen. Ich werde Ihnen wahrscheinlich mehr erzählen über unsere Forschung an Zugvögeln. Es ist natürlich nicht alles, was an der Vogelwarte gemacht wird, aber ja, großer Schwerpunkt auf die Grundlagenforschung. Dann haben wir eine zweite wichtige Säule in der PR, also Kommunikation mit Laien und mit dem Publikum. Da haben wir eine Außenstelle in Sebern an Wagram in Niederösterreich, wo unsere Kollegen Exkursionen leiten, Workshops organisieren, alles eben um diese Kommunikation mit dem Publikum zu intensivieren und dass eben unsere Forschung für den Publikum zugänglich wird. Und die dritte Säule, wo wir im Grunde auch Grundlagenforschung machen, aber mehr ins Praktische gehen, ist die Beringungszentrale. Zur Erklärung, also Vogelberingung ist halt die Markierung von Vögeln mit individuellen Metallringe, die so einen Code haben, damit man die Vögel dann erkennbar macht. Und die Beringungszentrale in Österreich ist die Anlaufstelle für alle Beringungen in Österreich. Das heißt, wir haben die Datenbank von alle markierten Vögel von Österreich und alle Wiederfunde solcher Vögel in Österreich und im Ausland. Und wir sind auch Teil einer europäischen oder europaweiten Organisation, die alle nationale Beringungszentralen einigt und koordiniert. Also zahlreiche Aktivitäten, und wir werden natürlich heute auch uns darüber unterhalten, wie zum Beispiel ich mich als interessierter Laie dann auch einbringen kann. Das machen wir aber dann eher am Ende des Gesprächs. Vielen Dank für diesen Überblick. Kommen wir jetzt konkret zu den Bienen. Ich habe heute früh interessanterweise wirklich zufälligerweise die erste Biene des heurigen Jahres auf meinem Balkon erblickt, gesichtet, habe ich sehr gefreut darüber. Sie hat noch ein bisschen desorientiert gewirkt. Frau Seitz, Frage an die Virologin. Also wir haben jetzt schon gehört, was die größten Gefährdungen für Insekten sind. Welche Rolle spielen denn Viruserkrankungen dabei als Gefahr für die Bienen? Ja, also Virusinfektionen bei Bienen spielen eine sehr wichtige Rolle, insbesondere im Zusammenhang mit der parasitischen Milbe, der Varroa destructor. Die dürfte ja vielen Zusehern und Zuhörern schon aus den Medien auch bekannt sein als wichtiger Bienenschädling. Und es ist eben so, dass diese Milbe in starkem Zusammenhang mit den Bienenviren steht. Nur ganz kurz zu der Milbe, also die ist ein eingeschleppter Parasit, kommt ursprünglich aus Asien und hat sich im Prinzip fast weltweit verbreitet. Und dort, wo sie verbreitet ist, kann man sie in fast jedem Bienenvolk finden. Und diese Milbe hat jetzt im Prinzip einen komplett neuen Übertragungsweg für die Viren geschaffen. Das heißt, sie injiziert die Viren im Prinzip direkt in das Bienenblut, in die Hämolymphe. Und dadurch wird das Immunsystem der Honigbiene komplett umgangen, also quasi kurz geschalten. Und die Viren können sich fast ungehindert in der Biene eben dann vermehren. Und das Zusammenspiel zwischen eben dem Wirt, also der Biene, dem Virus und der Milbe führt eben dazu, dass für einen Großteil der Winterverluste eben Milbe und Virus oder Viren verantwortlich sind. Und durch diese Milbe hat sich eben das Schadpotenzial der Viren, die schon vor Ankunft der Milbe da waren, einfach noch um ein Vielfaches erhöht. Also leider eine sehr effiziente Form der Kooperation zwischen Milbe und Virus. Ja. Vielleicht ist Ihnen schon aufgefallen, ich habe heute einen gewissen Husten- und Räusperreiz. Der hat auch mit einem sehr prominenten Virus zu tun. Ein Virus, das mich vor kurzer Zeit fest im Griff hatte. Ich bin wunderbar genesen, aber also ich entschuldige mich jetzt schon für allfällige Husten- und Räuspergeräusche, die mir heute auskommen.
Bleiben wir vielleicht genau bei dem Thema. Wir alle haben jetzt die letzten 2 Jahre erlebt, wie man bei Menschen mit drohender Virusinfektion, Virusverbreitung umgeht. Wie ist das jetzt in der Bienenwelt? Spielen da so Dinge wie Quarantäne, Lockdown, Contact Tracing, Hygienemaßnahmen, spielt das da auch eine Rolle? Kann man auch damit irgendwie versuchen, Virusausbreitung zumindest einzudämmen oder einigermaßen in den Griff zu kriegen? Vorseits. Ja, also grundsätzlich ist es so, dass innerhalb des Bienenvolkes, also wenn man jetzt sich die Bienen ansieht, gibt es natürlich Maßnahmen, um Infektionen, also auch Virusinfektionen, also die Verbreitung zu minimieren. Eine Quarantänezeit für eine Biene, die ja selbst nicht lange lebt, insbesondere im Sommer nur so 4 bis 6 Wochen, ist nicht wirklich durchführbar im Bienenvolk. Die Bienen haben deswegen auch gleich drastischere Maßnahmen gewählt, also zum Beispiel bei der Infektion mit dem chronischen Bienenparalysevirus. Da werden die Wächterbienen, also quasi die Bodyguards, die vom Flugloch stehen, die lassen die betroffenen Bienen gar nicht mehr ins Bienenvolk rein und ziehen sie wirklich aggressiv auch teilweise aus dem Volk hinaus, einfach um die Virusverbreitung innerhalb des Volks und eben auch auf die Bienenbrut etc. zu vermindern oder zu verhindern. Und der Imker selbst kann natürlich auch viel tun, um die Milben und dadurch auch die Viruslast zu vermindern, indem er halt gegen die Milbe behandelt. Also beides hängt eben so sehr zusammen, dass eine Behandlung gegen die Milbe auch direkt einen positiven Erfolg gegen Viren hat im Bienenvolk. Wenn ich da nur nachfragen darf, weil ich finde diesen, also ich finde das unglaublich spannend, dass sozusagen das Volk autonom Mechanismen entwickelt hat, um mit so einer Infektion umzugehen. Also die Bodyguards am Einflugloch, wie erkennen die, ob eine Biene vom Virus befallen ist? Also wie diagnostizieren die das? Also bei dem Virus, das ich gerade erwähnt habe, dieses chronische Bienenparalysevirus, sehen die Bienen anders aus. Also die werden ganz dunkel, verlieren ihre Haare und riechen wahrscheinlich auch anders. Also bei Insekten generell geht auch vieles über die Pheromone. Und dadurch erkennen die Bienen das eben sehr gut. Und die verhalten sich natürlich auch anders. Also die fangen an zu zittern und zeigen so zentral nervöse Erscheinungen. Also die haben auch eine gewisse Verhaltensänderung. Und dadurch können die Wächterbienen das eben relativ gut erkennen. Absolut, ja, bitte. Ich würde zu den Quarantänemaßnahmen auch insofern noch ein Kommentar dazu geben. Die Bienen tun das in der Form nicht, aber Imker und Imkerinnen sollten vernünftigerweise genau das tun, was wir bei Corona gelernt haben. Das heißt, kranke Völker isolieren, Gegenstände von kranken Völkern reinigen und wenn man tote Völker hat, eben auch nicht gleich die Materialien nehmen und ein gesundes Volk geben. Das Schlimmste ist, dass man dann wieder ein krankes Volk hat, sondern wieder reinigen, desinfizieren etc. Also da sind wir dann schon ganz genau bei den Maßnahmen, die wir jetzt aus dem Alltag leider zu gut kennen. Genau, und am besten auch junge Völker, also Ableger, sogenannte, weg von den alten Völkern, damit die auch quasi in einer besseren Umgebung aufwachsen. Und auch ganz wichtig, der Imker kann natürlich auch den Völkern direkt helfen, indem er ihnen frisches Material, also frisches Wabenmaterial zum Beispiel zur Verfügung stellt. Das ist auch schon viel keimärmer oder fast keimfrei. Und damit gibt er halt den neuen Völkern einen viel besseren Start ins Leben. Also durchaus wirklich. Herr Martini. Ich würde es vielleicht auch noch dazu sagen, weil ich sehe da Parallele auch mit den Vögeln, weil wir füttern ja sehr gerne unsere Vögel im Winter. Und da gehört die Hygiene oder Hygienemaßnahmen gehören auch dazu. Also ich wollte nur vielleicht dazu sagen, für alle Leute, die auch zuhören und gerne die Vögel an den Futterplatz anschauen, dass sie auch gerne aufpassen sollten, dass sie diese Infektionen vermeiden, dadurch, dass sie die Futterplätze sauber halten und versuchen somit die Infektionsrisiken zu vermindern. Also Hygienemaßnahmen sind auch wesentlich, das nehmen wir mit. Es kommt eine grandiose Überleitung, was natürlich in der Quarantäne besonders schwierig war für uns Menschen, war die Partnerwahl und Partnersuche. Jetzt grandiose Überleitung zu Ihnen, Herr Heu. Ihr Forschungsschwerpunkt ist ja sozusagen das Fortpflanzungsverhalten von das Paarungsverhalten und Fortpflanzungsverhalten von Vögeln.
Jetzt können Sie uns bitte kompakt einen Überblick geben, was sind die Besonderheiten dieses Fortpflanzungsverhaltens bei Vögeln und vor allem, welche Erkenntnisse kann man in Hinblick auf Artenvielfalt und Naturschutz daraus ziehen? Ja, man fragt sich natürlich, was hat das Klima mit dem, wann Vögel Geschlechtsverkehr haben zu tun oder mit ihrem Paarungsverhalten. Aber das Klima ändert einfach die Rahmenbedingungen. Das kann man auf jeden Fall festmachen. Man sollte ein bisschen in diese Genderpolitik bei Vögeln auch einbringen. Im Prinzip gibt es drei soziale Paarungssystemtypen, ne, die wir auch kennen. Polygynie, das heißt, mehrere Weibchen haben halt ein Männchen, suchen sich Harems zum Beispiel bei Hirschen, auch Hühner und so weiter gibt es dann. Polyandrie, das ist genau das Gegenteil, das heißt, ein Weibchen hat halt mehrere Männchen, das ist eher ein selteneres Paarungssystem, gibt es aber bei Vögeln und aber auch bei Menschen, obwohl sehr selten. Und dann das Häufigste bei Menschen und bei den Vögeln ist Monogamie. Das heißt eben, ein Männchen und ein Weibchen kümmern sich gemeinsam um die Jungen. Wenn Sie jetzt bei Vögeln anschauen, so ist es so, dass 90% aller Vogelarten monogam sind. Das heißt, eine extrem große Anzahl im Vergleich zu Säugetieren. Da ist es viel geringer. Womit hat das zu tun? Das hat damit zu tun, dass beide Partner notwendig sind, sich um die Jungen zu kümmern. Ja, das heißt, es geht um die Ressourcen. Und diese Ressourcen, die zur Verfügung stehen, die werden natürlich jetzt vom Klima beeinflusst. Und die machen sehr stark fest, ob das jetzt in eine Richtung monogames System geht, wie notwendig das Männchen ist oder ob ein Partner zum Beispiel alleine zuständig ist für das Ganze. Es gibt da das Brüten zum Beispiel. Ja. Zum Brüten brauche ich Vögel haben das Problem, dass sie relativ große Embryos produzieren. Die können sie nicht im Innen austragen, sondern sie legen die dann halt in ein Nest, das möglichst warm ist. Ja? Und das heißt, die Temperatur spielt eine große Rolle bei dieser Entwicklung von den Embryos. Ja? Normalerweise ist es halt so, dass Männchen und Weibchen, meistens das Weibchen brütet, manchmal aber auch die Männchen oder das Männchen nur die Eier dann beschattet oder aber halt zumindest da ist. Ja. Oder man kann dieses Temperaturproblem, ja, was klimabedingt vielleicht dann auch zu einer Änderung in den ganzen Sozialsystemen von den Vögeln führen kann, indem man ein Nest baut, das so konstruiert ist, dass die Männchen oder nur ein Partner notwendig ist. Und ich habe Ihnen da ein Nest mitgebracht. Ich weiß nicht, ob Sie das sehen. Das ist ein Beutelmeisennest. Ja. Das ist unglaublich gut isoliert. Ja. Früher hat man die als Babyschuhe verwendet. Ja, das sind die Babys da drin. Unglaublich kuschelig. Ich habe das sonst aufgerissen. Da kann man innen hineinschauen. Ich weiß nicht, ob Sie das sehen. Das ist total weichsoft, ja, und hat eine dicke Wand, ja, in dem das Weibchen zum Beispiel die Eier drinnen verstecken kann. Ja. Das heißt, bei so einem Nest brauche ich keinen zweiten Partner. Nur, die Frage ist dann, da kommt es jetzt wieder zu unserem Problem, mit unserem Geschlechterkonflikt, wer kümmert sich dann? Das Männchen baut das Nest und die Weibchen, entschuldigt sich ja wieder, Opfer, ja, das Nest ist offensichtlich extrem wichtig. Ich kann so ein Nest bauen oder ich kann so ein Nest bauen. Ja? Da können Sie sich vorstellen, welches Nest die Weibchen bevorzugen. Weil mit dem Nest, da ist nichts gut isoliert. Ja? Das heißt, du musst das Männchen mit tun, damit die überhaupt die Eier brüten kann. Ja? Das heißt, ich brauche einen guten Architekten, den wähle ich mir aus. Dann kann ich diese Klimaprobleme umgehen. Ich kann aber natürlich dann noch was anderes machen. Die Frage ist jetzt, wer kümmert sich um die Jungen? Ja? Das Männchen oder das Weibchen? Bei den Beutelmeisen ist es nicht sehr intelligent gelöst. Die haben eigentlich einen richtigen Streit darum, wer sich um die Jungen kümmert. In 60% ist es, glaube ich, das Weibchen. In 20% das Männchen und in 10% keiner. Das heißt, das Männchen baut das aufwendige Nest, das Weibchen legt die Eier rein,
und dann hauen sie beide ab, weil sie sich nicht entscheiden können, wer sich dann um die Jungen kümmert. Das heißt, das ist also ein Beispiel, wo Temperatur, ja, und Klima eine Rolle spielen kann und die möglicherweise dann generell, ja, dieses Paarungssystem ändern kann. Das kann jetzt eben nicht nur das Nest sein, das können auch Ressourcen sein. Ja, zum Beispiel bei bestimmten Vögeln, die sehr abhängig sind von bestimmten Pflanzen. In Spanien zum Beispiel unsere Gierlitze. Ja, die Gierlitze, ich habe da so einen Gierlitz mitgebracht, der fliegt nicht weg, Sie können sich das anschauen. Dieser Gierlitz brütet bei uns im Juni, weil es viel kühler ist, in Spanien bereits jetzt. Ja, und der hängt von einer bestimmten Pflanze ab. Ja, der frisst die grünen Samen und das ist auch ein Senf. Wenn es trockener wird, und das wird es in Spanien zunehmen, wird das für die Vögel zunehmend ein Problem. Das heißt also, das Männchen, der eigentlich zu früheren Zeiten nicht so wichtig war, wird immer wichtiger. Und das heißt, es führt dann einfach zu einer Änderung im Paarungssystem bei diesen und anderen Arten. Also an dieser Stelle großes Kompliment für dieses grandiose Anschauungsmaterial. Und ich finde absolut faszinierend, dass auch in der Vogelwelt sozusagen mit innovativer Architektur und Dämmungsmaßnahmen dem Klimawandel zu Leibe gerückt werden kann. Also super, dass das auch die Vögel schaffen. Bleiben wir gleich bei den Vögeln. Was ja wirklich, Herr Marcini, Sie haben schon erwähnt, was absolut faszinierend ist, ist das Phänomen der Zugvögel und wie es diese Spezies schaffen, Riesenentfernungen zurückzulegen, mit ihren Kräften zu haushalten, sich zu orientieren. Können Sie uns eine Idee davon geben, was die Vögel da leisten und vor allem, wie sie das schaffen? Welche Strategien, welche Mechanismen sie dafür anwenden, um wirklich von Kontinent zu Kontinent zu wandern? Ja, also es ist natürlich sehr faszinierend und auch sehr vielfältig eigentlich, was die Zugvögel halt so an verschiedene Strategien haben können. Ich würde vielleicht das Extremste erwähnen, das ist eben dieses Langstreckenzug von zum Beispiel unsere europäische Vögel nach Afrika. Das ist etwa, ich würde sagen, etwa ein Viertel der Vogelarten von Europa ziehen übers Mittelmeer und die Sahara-Wüste nach Zentralafrika oder sogar nach Südafrika. Und ja, wie sie das machen, ist natürlich eine Kombination von sehr vielen Aspekten. Also natürlich gibt es so eine genetische Komponente. Die Vögel müssen wissen, wann und in welche Richtung sie losziehen. Und das haben sie eigentlich schon in ihren Genen gespeichert. Irgendwie haben sie diese Info, wann ist jetzt Zeit zum Losfliegen und in welche Richtung soll ich fliegen und wo soll ich überhaupt halten. Da haben sie natürlich die Fähigkeiten für die Orientierung entwickelt, wie sie das Magnetfeld zum Beispiel wahrnehmen können, damit sie mehr oder weniger wissen, wie nahe sie am Äquator sind und wo Westen und Osten ist. Und dann können sie natürlich auch sehr viel lernen. Nach dem ersten Zug haben sie jetzt schon irgendwie so eine Art Karte, wo sie wissen, wo es hingeht. Ja, aber das ist die erste Frage ist eben, wie orientieren sich die Vögel? Und das ist natürlich eine sehr faszinierende Frage. Aber dann gibt es auch noch die Frage, wie schaffen sie überhaupt, also wie verwalten sie energetisch auch diesen Flug? Sie speichern natürlich sehr viel Energie im Voraus. Also die Vögel sind im Gegensatz zu uns Menschen sind eigentlich sehr gut am Fett verbrennen. Und sie verwenden auch Fett als Hauptquelle für ihre Energie, für den Flug. Das Fett ist eigentlich sehr energiereich und wenn man wirklich viel Energie braucht für solche lange Strecken, ist Fett die beste Lösung. Das heißt, vor dem Flug müssen die Vögel auch sehr viel Fett zulegen und dann während des Fluges wird es verwendet und abgebaut. Und dann müssen die Vögel wissen, sie schaffen es natürlich nicht alles auf einmal. Dieses Fett müssen sie dann auf Zwischenstopps dann wieder erneut aufbauen. Und sie müssen wissen, wo sie das, wo diese Nahrungsquellen vorhanden sind, damit sie dieses Fett neu aufbauen. Und sie, ja, und dann vor allem, wo diese große Hindernisse wie
der See oder die Wüste sind, müssen sie noch besonders aufpassen, dass sie genügend Energie haben, damit sie über diese Hindernisse kommen. Also es ist eine Kombination von sehr vielen Fähigkeiten, die die Vögel mit sich bringen müssen, damit sie diesen Zug halt durchführen können. Unglaublich ist ja, dass sie wirklich die Sahara durchqueren können. Gibt es da eigentlich einen Unterschied? Also tun sich da Vögel, die in Südeuropa zu Hause sind, also in einem trocken, heißen Klima, tun die sich da leichter als Vögel, die im nasskalten Norden zu Hause sind? Gibt es da Unterschiede? Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Wir untersuchen das gerade und haben keine Antwort dazu. Ich würde sagen, man sollte nicht sprechen von, wie die es besser oder schlechter können. Es ist halt, es sind verschiedene, unterschiedliche Strategien, ja. Also die Vögel, die schon ein bisschen so eine Adaptation zu trockene Klima, also zum Beispiel sagen wir Vögel, die im Mittelmeer brüten und sie schon relativ gewöhnt sind an die trockene Habitate. Sie können auch in die Wüste eigentlich relativ gut klarkommen. Also sie kommen mit den hohen Temperaturen, die Trockenheit und vielleicht auch mit Mangel an Wasser kommen sie relativ gut zurecht. Und deswegen können sie auch, wie ich vorher gesagt, um diese Fettreserven zu verwalten, sie können auch darauf zählen, dass sie in der Wüste auch was finden werden. Das heißt, sie müssen nicht unbedingt diese Wüste als Hindernis sehen. Sie können in der Wüste irgendwo landen und vielleicht sogar Futter finden. Und sie brauchen dann halt weniger auf einmal zu tragen. Ja. Im Gegensatz die Vögel, die ein bisschen weniger Anpassung zu diesen Klimas haben, sie müssen wirklich vorausplanen sozusagen. Sie müssen vor der Durchquerung dann wirklich sehr viel Reserven schon aufnehmen, damit sie so schnell wie möglich auch durch dieses Hindernis kommen. Das heißt nicht, dass sie nicht in die Wüste landen, das machen auch die meisten Vögel, aber wenn sie landen, werden sie nicht unbedingt Futter suchen, sie werden vor allem Schatten suchen und vielleicht nur ein kurz rasten, damit sie ja nicht dieses lange Flug alles auf einmal machen und dann fliegen sie halt weiter. Sie fliegen auch lieber in der Nacht als tagsüber aus verschiedenen Gründen. Kann man sehr gut nachvollziehen, solange sie sich orientieren. Aber nachdem sie da auch das Magnetfeld nutzen, können sie sich offenbar auch im Dunkeln orientieren. Es gibt schon Fragen aus dem Chat, die würde ich gerne mal einfließen lassen. Erste Frage, Lebensräume haben sich immer schon verändert. Sind die aktuellen Veränderungen wirklich so schädlich? Wer will was dazu sagen? Ja, ich. Naja, die Lebensräume haben sich verändert, das stimmt schon. Es ist halt so, dass für unsere Vögel und für die Insekten Lebensräume einfach verschwinden. Man kann nicht sagen, dass es war so Europa ist ja kein Naturraum in dem Sinne. Er wurde von Menschen geschaffen, mehr oder weniger die Landwirtschaft war ja hauptsächlich daran beteiligt, dass sich ist der Hauptfaktor dafür, dass es so eine hohe Biodiversität gibt oder jetzt bald nicht mehr gibt. Das heißt, es ändert sich im Prinzip durch die Landwirtschaft und mit der Landwirtschaft und der Verbauung natürlich die Situation für die Tiere, die dann dazu führt, dass sozusagen viele Arten wieder verschwinden müssen. Das heißt nicht unbedingt, dass Änderungen schlecht sind. Es gibt Anpassungen, aber im Gesamt gesehen ist es ja so, dass mit jeder verschwundenen Art genetische Information, genetisches Material auf dieser Erde unwiederbringlich verschwindet und wir sind daran schuld. Es ist vielleicht etwas, was nicht unbedingt sein muss. Vielen Dank. Darf ich vielleicht da auch nochmal ganz kurz ergänzen? Lebensraumveränderung klingt ja schön, wenn wir reden von Asphaltierung, wenn wir reden von Trockenlegung, von Feuchträumen, wenn wir wirklich reden von, also ich würde weniger sagen Lebensraumveränderung, sondern wir machen die unglaubliche Diversität von Lebensräumen immer kleiner, teilweise durch landwirtschaftliche Intensivierung und teilweise eben durch den Platz, den wir selber brauchen. Und je weniger
komplexe Lebensräume es gibt, desto weniger Tiere haben drin Platz, weil einfach manche Tiere eben diese Komplexität brauchen und andere vielleicht nicht. Aber eben diese Tiere, die spezielle Bedürfnisse haben, gehen dann einfach verloren und das in Massen. Vielleicht kann man sogar noch drastischer formulieren, Lebensraumvernichtung ist sicher schlecht. Also da, glaube ich, können wir uns alle drauf einigen. Noch eine Frage, bitte ganz kurze Antwort von einem der Vogelexperten. Sollte man Vögel auch im Sommer füttern? Was soll man tun, wenn sich die Vögel von meinem Futterhäuschen fernhalten? Ja, okay. Ivan. Ja, ich hab keine perfekte Antwort auf die Frage, weil ich denke auch zwischen den Forschenden nicht alle einig sind, ob man im Sommer füttern soll oder nicht. Ich denke, vielleicht kann Herbert auch was dazu sagen, aber wichtiger ist es sicher im Winter, wo sie auch viel weniger Ressourcen zur Verfügung haben. Im Sommer ist es wahrscheinlich weniger notwendig und vor allem im Sommer sind sie an andere Nahrungsquellen angewiesen und vielleicht ist es besser, dass man sie an ihre natürliche Ressourcen überlässt. Also ja. Im Sommer, ja, bitte? In Anbetracht der Situation, dass wir einen Rückgang der Insekten haben, was wie viel Prozent, der 60%, ich weiß nicht genau, ist es schon so, dass natürlich auch in der Brutzeit die Situation für unsere Vögel relativ schlecht ist. Ja? Man kann also mit zufüttern, man kann ja nicht Insekten zufüttern, das geht nur bis zu einem gewissen Grad, aber man kann zumindest so weit zufüttern, dass zumindest sich die Eltern von dem Futter ernähren können und dann mehr Zeit zur Verfügung haben, um Futter für ihre Jungen zu suchen. Ja, und vielleicht noch zu der anderen Frage, es kommen keine Vögel zu meinem Futterhaus. Wir haben da so Untersuchungen gemacht, was ist wichtig für ein Futterhaus. Da ist nicht nur wichtig, dass da Futter drinnen ist und es geht sicher auch die Qualität von dem Futter wichtig, aber es ist auch was anderes wichtig, nämlich die Sicherheit. Wie sicher fühlt sich der Vogel? Ja, also wenn Sie zum Beispiel in Ihrem Garten eine Hauskatze haben und Sie stellen den Futterplatz da mitten in die Wiese, in einem Meter Höhe, dann wird dort wahrscheinlich, wenn die Katze in der Nähe ist, nie ein Vogel auftauchen. Ja? Das heißt, Sicherheit ist ein wichtiger Faktor, damit sich Vögel dann in einem Garten oder an einem Futterhaus auch wohlfühlen. Ja? Das sollte man vielleicht berücksichtigen, wenn sie das an der Fensterscheibe oder am Fenster direkt haben. Ja? Und es ist sehr stark frequentiert von ihnen, weil die Vögel es hier dann auch sehen, ist es natürlich für die Vögel eine Störung. Wenn sie ein Einsichtfenster haben, also dass sie raussehen, aber die Vögel nicht rein, kann man das natürlich schon wieder ändern und es werden sicher mehr Vögel kommen. Vielen Dank für diese detaillierte, ganz konkrete Beantwortung der Frage. Also subjektives Sicherheitsgefühl der Vögel ist wichtig, dass sie sich beim Futterplatz wohlfühlen. Frau Morawetz, gehen wir noch mal zu den Bienen. Jetzt ist es gerade vom Winter, also im Winter ist besonders wichtig, die Vögel zu füttern. Der Winter ist auch für die Bienen, also vor allem für die Honigbienenvölker, eine schwierige Phase. Da kommt es immer oder oft zu Verlusten. Jetzt könnte man ja blauäugig meinen, wenn der Klimawandel für mildere Winter sorgt, dann sollte das eigentlich den Bienenvölkern zugutekommen. Also ist das so? Helfen mildere Winter den Bienen zu überleben? Und wie wirkt sich der Klimawandel jetzt im Winter tatsächlich aus auf die Bienenvölker? Also mal grundsätzlich gesagt, die Honigbiene ist ja eigentlich eine Gruppe, die aus den Tropen und Subtropen stammt. Das heißt, die Honigbiene per se hat jetzt nicht so große Probleme, wenn es wärmer ist. Das Problem, das wir gleichzeitig sehen, ist, dass sich auch ihre Schädlinge sehr wohlfühlen. Da sind wir dann gleich auch wieder bei der Varroamilbe. Und die Varroamilbe, die vermehrt sich in der Brut von Honigbienen. Und da hat sich in den letzten Jahrzehnten, sage ich mal, so ein Rhythmus etabliert, mit dem die Imker und Imkerinnen sehr gut zurechtkommen und mit dem sie arbeiten, dass die Honigbiene im Winter zu brüten aufhört. Damit kann die Varroamilbe sich nicht mehr vermehren. Und dann wird die Varroamilbe zu dem Zeitpunkt auch nochmal bekämpft, damit sie ganz oder so gut wie ganz aus dem Volk verschwindet und die Biene wieder als Volk relativ unbelastet in den Frühling starten kann. Wenn jetzt die Winter wärmer werden, dann brüten die Bienen länger oder teilweise sogar durch. Und es gibt diesen Stopp
der Honig, der Varroa-Vermehrung nicht. Und das ist dann wieder ein Problem einfach für die Bienengesundheit. Aber wie ich schon gesagt habe, es hat auch positive Aspekte, warme Winter. Das heißt, zum Beispiel zeigt es sich, dass sehr, sehr kalte Spätwinter auch wieder zu Winterverlusten führen. Das heißt, sowas würde dann wegfallen, weil das Problem hat man damit nicht. Aber wie gesagt, wir müssen, falls es wird so kommen, wenn die Winter wärmer werden, müssen wir wieder lernen, mit Bienen und Varroamilben umzugehen. Und dann noch der nächste Aspekt, es kommen dann halt auch neue Schädlinge. Das heißt, wir haben jetzt schon den kleinen Bienenstockkäfer in Italien zum Beispiel, der ist auch ganz stark von Temperaturen abhängig in der Entwicklung. Wenn der mal nach Österreich kommt, haben wir mehr Probleme, wenn wir warme Winter haben. Klimawandel bringt warme Winter, aber natürlich auch noch, gerade bei uns, noch heißere, trockenere Sommer. Frau Seitz, wie wirkt sich das auf die Bienen, nämlich vor allem auch auf die Wildbienen aus? Also welche Probleme entstehen durch heißere, trockenere Sommer? Ja, ich meine, ganz grundsätzlich brauchen auch Bienen Wasser, also Wasserquellen zum Kühlen. Das muss auch in der Nähe vom Volk sein, also innerhalb des Flugradius, den sie auch relativ bequem erreichen oder anfliegen können, also innerhalb von 3 Kilometern am besten. Die Bienen brauchen dieses Wasser, um das Volk zu kühlen. Also da hängen sie auch die Wassertropfen dann in den Waben direkt auf und fächern dann, um eben Verdunstungskälte zu erzeugen. Bei den Blüten ganz generell ist es natürlich so, wenn es sehr trocken ist, produzieren die Blüten weniger Nektar, weil sie natürlich auch Wasser sparen wollen oder Wasser sparen müssen. Dadurch finden natürlich auch Bienen und Wildbienen weniger Nahrung. Bei den Honigbienen ist es natürlich so, dass so gut wie jedes Volk von einem Imker betreut wird. Das heißt, wenn die zu wenig Nahrung haben, kann man sie zufüttern und kann eben aktiv etwas gegen das Verhungern noch tun. Bei den Wildbienen ist es halt anders. Also wenn die zu wenig Nahrung finden, dann sterben sie und das im Prinzip im Stillen. Also das bekommt man ja kaum mit als Imker oder als Bieneninteressierter, sage ich jetzt mal. Dazu gleich eine Frage aus dem Chat. Ist die Varroamilbe für die Wildbiene auch ein Problem? Also grundsätzlich Wildbienen, darunter verstehen wir eine riesige Gruppe an unterschiedlichsten Bienen. Also in der Dachregion gibt es über 700 verschiedene Arten. Also mehr als 700 verschiedene Arten. Und das sind diese typischen Solitärbienen. Und die vermehren sich einzeln. Also die leben nicht in einem Volk zusammen. Das heißt, die haben, also da ist die Varroamilbe kein Problem. Also die könnte sich auch da gar nicht vermehren, weil das ist eben kein Volk. Die überwintern auch nicht als Volk, sondern nur als einzelne Bienen. Also beziehungsweise nur als Brut. Und da ist das eben kein Problem. Jetzt noch eine Nachfrage von mir. Ich habe vorher gelernt, dass also die Milbe ja in Kombination mit dem Virus dann aktiv wird. Frage, wird bei Bienen auch sowas wie ein PCR-Test verwendet, um Viren zu diagnostizieren oder eine Viruserkrankung zu diagnostizieren? Also macht man das oder ist das viel zu teuer und gibt es da irgendwie Alternativen dazu? Also grundsätzlich gibt es PCR-Tests gegen alle möglichen Bienenviren. Wie Sie schon gesagt haben, ein PCR-Test wäre einfach zu teuer für ein Bienenvolk. Grundsätzlich ist das möglich. Also zum Beispiel wir bieten das auch an. Auch die AGES bietet PCR-Tests für Bienenvölker an. Das macht erst Sinn, wenn man ein Volk auf 2 oder 3 verschiedene Viren untersucht. Das heißt, das ist dann natürlich nochmal teurer. Und die PCR, der Vorteil ist, dass sie eben sehr sensitiv ist, also auch wenig Virus nachweist. Aber das sagt mir ja im Prinzip nichts über den Gesundheitsstatus des Volks, weil ich muss auch wissen, wie viel Virus in einem Volk vorkommt. Das kann ich auch mit einer quantitativen PCR machen, aber das wird eben in der Routine, also in der imkerlichen Betriebsweise eigentlich nicht durchgeführt, weil das einfach zu teuer ist. Als Alternativen gibt es jetzt noch nichts am Markt, aber wir haben im Zuge von einem drittmittelfinanzierten Projekt, dem Zukunft-Biene-2-Projekt, Reagenzien entwickelt, damit man ähnlich dem Corona-Schnelltest auch seinen Bienenvirus-Schnelltest entwickeln kann, der halt günstiger ist und der im Prinzip direkt ein Ergebnis liefert. Und auch erst dann positiv wird, wenn man eine hohe Virusmenge hat. Also dann weiß der Imker halt direkt, ob er behandeln muss oder also gegen die Milbe behandeln muss oder eben nicht. So als indirekter Indikator. Also ein Wohnzimmertest für Bienen. Grandios, was hier alles entsteht. Es gibt noch Fragen wiederum an die Vögelexperten. Ich möchte das gleich kombinieren. Und zwar einerseits, vorher ist erwähnt worden, bei Insekten ist -75%. Wie hat sich im Vergleich dazu die Anzahl oder die Masse der Vögel entwickelt? Und gleich dazu,
ist die Lichtverschmutzung in unserem Lebensraum für Vögel und Insekten ähnlich belastend wie die Luftverschmutzung? Also ist Lichtverschmutzung ähnlich belastend wie Luftverschmutzung? Wer möchte antworten? Ja, ich glaube, ich kann zumindest über die Vögel schon was sagen. Zur zweiten, was war die erste Frage? Die erste Frage war, um wie viel die Vögel zurückgegangen sind im Vergleich zu den Insekten. Also wie? Das kann man jetzt so generell nicht über den Kamm brechen, sondern man muss das auch splitten in die verschiedenen Lebensräume. Wenn Sie zum Beispiel Wälder hernehmen, also Vogelarten, die im Wald leben, da gibt es kaum eine Abnahme, im Gegenteil, sondern die haben sofort dazugewonnen. Ja. Wenn man sich jetzt den Lebensraum anschaut, wo die Vögel am meisten zurückgegangen sind, da sind es natürlich die agrargenutzten Lebensräume, wo eben von den verschiedenen Grasarten, ob das jetzt ein Kiebitz ist, ob das eine Grauammer ist, ob das Goldammer ist, die Lerchen, die aus unserem Lebensraum teilweise schon komplett verschwunden sind. Zur Lichtverschmutzung vielleicht noch eine Anmerkung. Wir haben da so eine Untersuchung gemacht. Ich habe schon gesagt, die Vögel sind Augentiere, das heißt, Licht ist für sie besonders wichtig. Ja. Es gibt da im Prinzip, sind die Vögel, es gibt Licht auf diese zirkadianen und zirkanualen Rhythmen, seit es die Erde gibt. Ja. Das heißt, es ist eigentlich in unserem eingeprägt in unserem, diese Biorhythmen eingeprägt in unserem Körper, natürlich auch in dem von den Vögeln. Und was heute passiert durch diese zunehmende Beleuchtung in der Nacht, die man heute halt immer mehr als Lichtverschmutzung bezeichnet, stellt sich natürlich die Frage, ist es für Vögel zumindest jetzt einmal gut oder schlecht? Dann kann das in beide Richtungen gehen. Natürlich, was zum Beispiel zu beobachten ist, dass Vögel ihren tageszeitlichen Aktivitätsraum verlängern. Ja, das kann natürlich vorteilhaft sein, weil sie länger auf Nahrungssuche gehen können, auch im Winter. Und sie müssen dann sozusagen diese kalten Nächte, nur über einen kürzeren Zeitraum überstehen, als wie wenn eben kein Licht zur Verfügung ist. Aber zur Brutzeit, aber auf der anderen Seite ist es wieder so, wir haben ein Lichtexperiment gemacht, wo wir sozusagen die Nistkästen von den Kohlmeisen beleuchtet haben in der Nacht. Und da ist halt dann passiert, dass das einen negativen Effekt auf das Immunsystem von den Jungen hat. Und warum ist das so? Es ist, der Grund ist der, die Vögel, die Jungen, die Babys in den Nistkästen werden früher munter, kriegen aber nichts zum Fressen, ja, weil die Insekten rundherum im dunklen Wald noch nicht zur Verfügung stehen. Das heißt, sie haben eigentlich eine längere Aktivitätsphase, aber zu wenig Nahrung dann über kurze Zeit zur Verfügung, damit sie sich da ernähren können. Vielen Dank. Vielleicht noch kurz zu den Vögeln. Herr Magini, Sie forschen ja unter anderem auch auf der Insel Ponza, liegt vor Neapel im Mittelmeer, 500 Kilometer entfernt von der afrikanischen Küste. Dort gibt es eine Vogelbeobachtungsstelle, weil genau diese Insel wird von Zugvögeln als Zwischenstation benutzt. Was sind denn da, bitte um kurze, kompakte Antwort, was sind denn da Ihre Beobachtungen? Wie hat sich das Zugvogelverhalten jetzt im Laufe der letzten 10, 20 Jahre, auch durch den Klimawandel oder durch die Veränderung des Lebensraumes, wie hat sich da das Zugvogelverhalten verändert? Ja, also die Insel Ponza, ich habe vorher gesagt, es liegt im Grunde im Frühjahr, wenn die Vögel aus Afrika kommen, nach einem großen Hindernis, der Mediterrane See. Und da müssen die Vögel halten, weil sie eben einen relativ langen Flug über diese Oberfläche gemacht haben. Und sie müssen rasten, ja. Viel zu fressen finden sie dort nicht. Das ist wirklich nur eine Raststation, wo sie nur kurz halten, um dann weiterzufliegen. Aber es ist ganz interessant, weil wir dort wirklich fast alle Durchzügler auch beobachten können. Und was wir gesehen haben, ist, dass sie wirklich über die Jahre viel früher ankommen. Also es gibt schon diese Anpassungen, die Bedingungen, die sich auch im Brutgebiet ändern. Die Arten kommen früher an, aber was wir gesehen haben, ist, dass wirklich das hängt ein bisschen davon ab, wo im Winter diese Arten waren. Also Arten, die wirklich aus Afrika kommen, haben sich nicht so gut angepasst. Sie kommen immer noch gleich wie früher. Und die näher so Nordafrika oder
gerade südlich der Sahara überwintern, die kommen schon früher an. Sie haben ein bisschen eine bessere Anpassung an diese unterschiedlichen Bedingungen in Europa. Also eindeutige Änderungen auch hier zu beobachten. Eine Frage noch aus dem Chat. In Norwegen gibt es einen Tresor zur Einlagerung von Saatgut und Nutzpflanzen, um sie einfach auch für die Zukunft zu erhalten. Gibt es sowas auch für Vögel und Insekten? Jetzt ist die Frage, ist das technisch überhaupt möglich, dass in Kryotiefrierung Eizellen, Samenzellen, also könnte man rein technisch überhaupt Insekten und Vögel für die Zukunft konservieren und wird sowas gemacht? Weiß irgendwer was dazu? Ich starte jetzt einfach nur das Gedankenexperiment, wenn man sich denkt, wie komplex ein Honigbienenvolk ist, das de facto sogar in seiner kleinsten Form aus einer Königin und 20.000, 30.000 Bienen besteht. Also das stelle ich mir ein sehr, sehr schwieriges Experiment vor, so etwas einzufrieren und wiederzubeleben. Also es ist sicher bei allen anderen Arten auch komplex, aber gerade bei so einer hochsozialen Art ist es meiner Meinung nach so gut wie unmöglich. Wie schaut es bei den Vögeln aus? Gibt es da ein sozusagen, ist ein genetisches Backup denkbar oder ist ein Vogel, wenn er mal ausgestorben ist, endgültig ausgestorben? Ja, zurzeit gibt es keine Möglichkeiten, sozusagen Vögel wieder zu beleben, unter Anführungszeichen. Man ist ja dran an verschiedenen Tierarten und wenn man das hat, dann ist es vielleicht theoretisch möglich. Momentan schaut es nicht so aus. Also jetzt männliche Samenzellen zu konservieren, das geht über kurze Zeit im flüssigen Stickstoff, aber schon Eizellen kann man eventuell auch über einen längeren Zeitraum, also Eizellen von Vögeln, also Vogeleier, kann man natürlich im Kühlschrank relativ lange aufbewahren, da so auch, dass sie noch dann aktiv sind, auch wenn sie schon befruchtet sind. Aber also das ist auch alles andere. Also sowas wie eine Pflanzensamenbank ist nicht möglich. Ist natürlich deutlich. Wenn ich da noch was hinzufügen würde, also die Idee ist ja eigentlich ganz nett, sowas für die Ewigkeit einzufrieren. Aber was bringt die Art, wenn es den Lebensraum gar nicht mehr gibt von der Art und wenn man nie eine Chance darauf hat, die wieder auszuwildern, ist es halt auch schwierig. Ich meine, man kann die Mammuts wieder beleben, aber wo sollen die wohnen oder leben? Ganz ein wichtiger Punkt. Nur im Jurassic Park kann das funktionieren. Wie man im Film gesehen hat, geht das natürlich komplett daneben. Sehr, sehr, sehr wichtiger Einwand. Damit sind wir schon fast am Ende unseres Wetmed-Talks angelangt. Vielen Dank an alle, die im Chat Fragen gestellt haben. Jetzt an die Runde einfach nur noch meine Bitte, Ihre abschließende Take-Home-Message an unser Publikum. Was wollen Sie unseren Zuschauerinnen und Zuschauern zum heutigen Thema einfach noch mitgeben? Frau Seitz, wollen Sie starten? Was ist Ihre Botschaft an unser Publikum? Ja, gerne. Ja, also jeder Einzelne kann natürlich auch die Bienen schützen, indem er das Klima macht. Also alles, was nützlich für das Klima ist, nützt auch den Bienen. Und als Verbraucher kann man zum Beispiel alleine schon mit dem Kauf von eines Glas Honigs vom lokalen Imker, also vom Nachbarimker, schon die lokale Bienenpopulation unterstützen und auch versuchen, lange Transportwege zu reduzieren. Lokale Unterstützung ist immer die beste. Wunderbar, das nehmen wir mit. Herbert Heu, was ist Ihre Botschaft an unser Publikum? Also ich glaube, Dinge sind meist komplexer, als man denkt. Ja, also man muss immer skeptisch bleiben. Ich glaube, das ist wichtig. Und für die Zuschauer, bitte bleiben Sie wachsam und beobachten Sie die Vorgänge in der Natur. Ich glaube, nur gemeinsam können wir effizient Probleme erkennen, ja, und dann auch im Klimaschutz und Naturschutz umsetzen. Vielen Dank. Ivan Magini, was ist Ihre abschließende Botschaft? Ja, ich denke, es geht ein bisschen in der gleichen Richtung wie Herbert Heu. Also ich würde die Zuschauer auch anspornen, wirklich der Genuss des Beobachtens der Natur, nicht nur der Vögel, also der Natur, wirklich für sich zu entdecken, damit sie wirklich auch dann sehen, wie vielfältig und wie schön es ist und wie wirklich wertvoll ist es, das auch zu schützen, so gut wie es geht. Vielen Dank für diesen Appell. Linde Morawetz, was ist die abschließende Message an unser Publikum? Es zeigt sich, wir haben alle einen Gedanken.
Ich kann am Ende nochmal auf die Science Fiction zurückrufen. Es ist eine unglaubliche Welt da draußen und sie kann von uns nach wie vor und jeden Tag entdeckt werden. Und je besser wir sie kennen, desto besser wollen wir sie auch schützen. Deswegen halten Sie die Augen offen und schauen Sie sich diese faszinierende Welt an, die uns umgibt. Schon gar, wenn wir so traumhaftes Wetter wie im Moment haben. Also gehen wir raus und erfreuen wir uns und staunen wir über diese unglaubliche Vielfalt, die wir haben, und versuchen wir sie wirklich auch für die Nachwelt noch möglichst zu schützen und zu erhalten. Vielen, vielen Dank für diese schönen Schlussworte. Vielen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke für die spannende Diskussion. Alle, die dabei sind, darf ich jetzt noch bitten, im Chat gibt es einen Link auf ein ganz kurzes Feedback. Also bitte geben Sie uns Ihr schonungsloses Feedback, damit wir uns noch verbessern können. Das war der Wetme-Talk zum Lebensraum Luft. In den nächsten Monaten geht es dann weiter. Da geht es um den Lebensraum Süßwasser, um die Wiese, um den Wald. Wird rechtzeitig angekündigt. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Danke allen und wünsche noch einen wunderschönen Abend. Bis zum nächsten Mal.